was bisher geschah. Also, der Henno und der Kalle, die haben sich getroffen, haben gesagt, hey, lass mal ein paar Dinos klatschen. Haben wir dann gemacht. Dann haben wir uns ein paar Triceratops geholt, in Extinction auf der Map, Alter. Dann haben wir gesagt, lass uns hier mal ein Haus bauen. Und dann haben wir ein paar Leute weggeballert und waren auf einmal so krasse Roboter oder auch mal so ein anderer Roboter. Und dann haben sie dann da irgendwie so ein bisschen rumgefickt. Dein Blick dabei so. Dann haben sie sich zwei Pteratons gezähmt und sind ein bisschen mit durch die Gegend geflogen. Falco und Genie, Alter. Ja, hat auch Spaß gemacht. Hier in der Stadt ist ein bisschen scheiße, lass mal woanders hin. Dann sind sie ins Wasser, ins Eisgebiet geflogen. Waren dann so krasse Super Saiyajin-Dinos, Alter, die durch die Gegend geballert sind und richtig Murks gemacht haben. Dann habe ich da den mit der Spitzhacke abgebaut, fand der Henno nicht so toll. Ja, das war dumm. Und dann sind wir weiter. Dann sind wir nämlich noch in die Wüste geflogen. Und da fanden wir es schön. Und da haben wir uns da ein Haus gebaut. Schöne Villa, ne, in den Spandau Hills. Das war schön. Und dann ist Max gestorben. Und sein Falco auch. Ja, jede Folge bin ich gestorben. Du bist schon da gestorben an der Stelle. Ja, an der Stelle bin ich mal gestorben. Du bist der Einzige von uns beiden, der einen Dino verloren hat. Ja gut, das ist so jetzt nicht ganz richtig. Aber meinen haben wir wieder gekriegt. Also die Frage, die man sich ja stellen muss, wenn man so eine Zusammenfassung von den bisherigen Let's Plays machen möchte, welcher deiner Tode der spektakulärste war. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist auf jeden Fall der, wo du in all deiner Brillanz, in all deiner geistigen Vielfalt auf der Scheißfontäne geparkt hast. Warum auch immer. In dem Moment, Slapstick pur, feuert es dich halt hoch. Zieh mal eine Waffe. Wow! Scheiße! Nein! Das ist doch jetzt nicht wahr! Das ist doch das schlimmste Timing, was man haben kann! Komm her! Falco! Oh nein! Bist du selber schuld? Ich, das, die Folge geht in die Scheiße ein, Junge. Das war nicht so schön. Doch? Für mich nicht. Ich fand's schön. Weißt du, bei mir stirbt man, Dino, und dann war's das. Aber du verlierst die halt am laufenden Band. Ja, und jetzt sind wir am folgenden Punkt. Das ist fast 4 Wochen her. Echt? Ja. Ja, ich bin umgezogen und war auch krank. Ja. Und dann war's. Malle? Malle war auch noch. Stimmt. Alter. Nee. Aber nach Malle nochmal aufhören. Und dann war mein ganzer Umzug, die ganze Scharade. Jo. So. Und jetzt sitzen wir hier. Frischen Mutes. So, und jetzt ballern wir ein paar Dinos. Nein. Das hätte jetzt direkt flutsch machen können, ne? Jetzt bist du. Achso, du schneidest das dann so. Ich schneide das. Sicher? Natürlich. Bau doch das jetzt hier noch ein. Dass wir darüber reden, dass ich es reinschneide? Ja. Aber es wäre doch für die Zuschauer richtig unbelohnt. Ja. Aber es wird die immer besser. Die müssen auch mal leiden. Ja, die müssen auch mal leiden. Die wollen ja längere Folgen. Ja, und die denken sich jetzt, Mann. Wann kommt dieser scheiß Schnitt, ne? Kann ich dir irgendwas verraten, was ich nicht verraten soll, wenn ich das zeige? Aber ich kann dir unsere Fressen zeigen. Da erkennen sie ja eh nichts. Wenn wir jetzt so eine Minute, wo ich jetzt Minute... Ja, Val Guero ist der Bruder von Eddie Guero? Nee. Isle Crystal Island? Was erzählst du denn da jetzt wieder? Das ist die neue Map. Val Guero. Ja. Ja. Val Guero. Val Guero, Alter. Aber die zocken doch jetzt nicht einfach. Klingt viel mehr nach uns, muss ich sagen. Val Guero. Jetzt haben Miguel wieder gesoffen. So. So. Ja, ich mach mal rein. Ich geh jetzt rein, oder? Ehre. Ja! Das hat gefehlt. Also wir saufen jetzt. Herke. Herke. Kennst du Herke? Herke ist die Stärke. Herke gibt Alter. Dir Stärke. So. Alter. Komm, wir, das müssen wir aber bestellen. Das gibt's hier nicht. Scheiße. Das regionales Bier aus Peine, Alter. Jo, aber dann das müssen wir also online bestellen. Ja. Ey Leute, locker kennt uns wer aus Peine. Easy. Peine ist riesig. Schickt uns bitte an Freaks for Your Gaming einen Kasten oder einen Sixer erstmal. Fangen wir erstmal. Sixer. Schön Herke bitte. Oder Leute aus Bremen, Hakeback. Oder ein Kreuzen. Kreuzen. Hast du schon mal ein Kreuzen getrunken? Ich glaube, das gibt's nicht. Nö, du musst mich auch mal einladen nach Bremen. Ja, dann lass uns doch mal da jetzt morgen hinfahren. Ja, okay. Hast du Zeit, Alter? Also, liebe Peiner, in Handball sei das scheiße. Ne? Sag also, ich, wie es ist. Keine gute Historie. Gerade gegen MTV Immendorf. So, ne? Und ab da. Oh, Alter. Habt ihr einen Schwarzen geguckt? So. Aber euer Bier ist nice! So. Also schickt das mal. So, schicki, schicki. Freaks World Gaming an der Spreeschanze 10 an aus Halle, 1. Kalle Becker. Kalle Becker, 13599 Aachen. Was? Berlin! Spandau! Jetzt
Jetzt habe ich mich auch aufgeregt, du. So. Ja, was machen wir denn heute? Ja, wir fliegen jetzt erstmal in die Base. Base? Auf die dritte Base, oder? So ein Home Run, Alter. So. Ehrenrun. Und dann? Habe ich noch eine gefickt. Und bei mir sagst du immer, wenn ich sowas sage, dass das Niveau im Keller ist. Auf deinem Kanal. Ja, letztes Mal, als ich gesagt habe, wenn du da eine wegballerst, Alter, dann... Ey, das gucken Achtjährige. Nee, machen sie nicht. Schreibt mal euer Alter in die Kommentare, sei mal ehrlich. Chat-Interaktion, sehr gut. So. Ja, Kommentare. Ich lerne ja vom Besten. Ja. Interaktion. Amena. Auch generell Likes, Kommentare, auch Dislikes, fein. Wenn euch das Video jetzt schon gefallen hat, dann ballert den Like-Button mal komplett ins... Smash! Ins Gebirge. Smash the Like ins Gebirge, in die Rüstung rein. Schönen Daumen drauf. Wir wollen jetzt nämlich jetzt mal so eine kleine Mini-Armee an MG-Leuten hier zusammenschustern. Weil wir wollen ja irgendwann auch mal anfangen, Leute wegzumachen. Ja, da warte ich ja seit Monaten drauf. So, ja, alle! Schritt 1, wenn man sehen will. Narcotics. Noch davor. Narkobären fahren. Noch davor. Pfeile machen. Nein! Kalle, Informationen sammeln. Wie zähmt man ihn? Ach so. Gibt ja verschiedene Methoden. Nicht immer nur Narko. Ja, auch mit Steine haben wir auch schon gemacht. Ja, Katapult. Also werden wir für die nicht brauchen, aber... Es gibt ja auch Viecher, die füttert man so aus der Hand. Und dann werden die deine Bros informieren. Ja, wie machen wir das? Ja. Mit dem Telefon, oder? Mit dem Telefon. So, wie heißen die? Velon. Velonasaurus. Ja, ich wusste diesen Wald nicht. Schubidu, ich wär so gern wie du. Schubidubidu. Amenakoya. Ich möchte gehen wie du. Amenakoya. Sehen wie du. Ah, yeah. K.O.-Strategie. Solange man sich gegen den verheerenden Stachelbeschuss verteidigen kann, ist die Zähmung ganz einfach. Der Velonasaurier hat im Allgemeinen eine geringe Benommenheitsresistenz und kann ziemlich schnell gezähmt werden. Ehre. Als Einzelspieler ist der Beschuss aus einer erhöhten Position, ca. das Doppelte der Körpergröße des Velonasauriers, am effektivsten. Ja. Da er immer auf den Körper zielt. Ah, dann ballert der so gegen die Kante. Also die sagen hier, man braucht eine Falle, da soll der reinsteppen, dann baust du rechts und links, Fensterwände auf, so als Schießscharte und knallst drauf. Das ist ein bisschen tryhard, oder? Wir ballern den einfach weg. Uns, Alter. Ja, wir knallen den einfach rein. Ja, Ehre. So. Oh. Haben wir genug Narkotik? Ja, ich guck doch mal, weil ich bin doch gerade runtergefallen. Ja, Hast du noch was im Bauch? Hast du noch was im Rucksack drin? Bist du sicher? Ja. 100 pro. Ja. Ich habe 32 Narkotics. Nee, ich habe über 90. Und ich habe auch noch 47. Wir haben genug. Ich habe 74 Pfeile und 90 Narkotics. Ja, wie viel wollen wir denn zähmen? Da hast du auch wieder recht. Das heißt, ich mache ein paar Pfeile. Ich mache jetzt mal eine Route. Ich bin eh gerade dabei, ja, hier zu farmen. Finde ich gut. Aber wir haben echt schön gebaut. Die Butze ist ready. Das ist so eine Kampfbasis jetzt, richtig. Ja, man kann sich hier so ein bisschen. Das ist ein bisschen weiträumiger, ist ein bisschen moderner. Gibt es nicht so viele Wände. Ja, modern im Sinne von so Vintage, ne? Ja. So. Weil der Wind da so durch. Ja, der Wind. Touch da so durch, Alter. Wind Touch, weißt du? So. Ehre. Das mit der Maus nervt mich hier so brutal. Nee, scheiße. Maschallah. So. So. Also. Jeder schnappt sich ein Reittier. Wir suchen jetzt hier ein paar MG-Männer. Ich folge dir. Ja, am besten bewegen wir uns so in Kreisen um die Base, oder? Dass wir nicht zu weit weg sind. Ich würde jetzt hier so links rum. Hier, da ist einer. Siehst du da unten? Und wir schießen hier von oben runter. So. Kriegst jetzt einen Männer. Ehre. Der schießt hoch. Jo, der ballert hier gegen die Kante. Geil. Der ballert bei mir, guck mal zu mir. Der ballert da komplett gegen. Ja, ich kann jetzt nichts machen. Aber ich kann den treffen. Ja, ist ja geil. Der knallt mir da direkt ein in den. Ne? Alter, hörst du das Rattern? Ja, ja. Wie der da entgegenlatzt, Alter. Oh, jetzt. Oh. Jetzt geht er auf dich. Hat er sich umgebracht, ne? Oh, haut der rein? Er liegt. Ehren liegt. Alter, Gini, in dem Moment, wo ich raufgesattelt bin, nochmal schön an abgeseilt, ey. Geil, ja. Die hat gemerkt, oh, muss los. Nicht, dass wir jetzt wieder eine halbe Stunde unterwegs sind. Ey, der leuchtet voll krass. Ja. So, jetzt brauchen wir Hackfleisch. Ich schlachte jetzt irgendwas Großes und hole richtig hier saftig Prime. Okay. Ich versuche ihn zu beschützen. Ganz die Barrikaden versuchen zu bauen. Aber das hat ja schon mal ganz gut geklappt, ne? Ja. Ich hab schon fast befürchtet, dass das ein richtiges Drama wird hier. Nö, das war halt genau nach Anleitung. Geil, 3 rohes Fleisch. Welches Level ist der eigentlich? 75. Alter. Ja, wir haben Schwierigkeit hochgestellt. Ja, Ehre. Auf 4. Ja, also jetzt maximale Schwierigkeit. Alter. 93%. Ehre. Oh, der ist schon fertig. Ja, Ehre. Ich nenne Ehre. Ehre 1. Ehre 1. Das ist die Ehrenarmee. Jo. Alter, 112 ist der direkt. Wie viel Damage hat denn der? Jetzt die Frage, kann man den verhalten? Aktiviere Geschützturm-Modus. Oh, den können wir ja schon richtig easy machen. Der ist super easy. 150 Chitin brauchen wir nur. Wollen wir den einzäunen und weitermachen? Ja, so. Das passt schon. Das passt schon. So, ich habe direkt den nächsten gesehen. Bis später, Ehre. Okay, der wird schwerer. Da ist nämlich keine Klippe. Ich könnte dich in die Klauen nehmen, du ballerst ihn aus der Luft ab. Aber dann knallt er dich, glaube ich, richtig weg. Oder ich tank einfach und du ballerst. Hast du?
Ja, easy. Alter, feuert der mir einen rein. Ja, der wieder mir einen reinlötet. Oh, der ist umgefallen. Ehre. Wie machen wir das jetzt mit Ehre 2? Soll ich Ehre 2 rüberbringen zu Ehre 1? Ja, ja, aber wir machen jetzt erstmal Ehre 3. Bleib einfach bei Ehre 2. Ja, dann, okay, dann bringen wir erst Ehre 2 weg. Ich glaube, das ist besser, oder? Ich weiß ja, wo der hier ist. Ja, rein kommt der nicht. Wir sammeln hier erstmal die ganze Ehre. Dann bringen wir die Ehre. Das wird das Ehrenteil. Ja, genau. Boah, Alter, das ist ein dicker Haufen. Wir können die auch züchten dann. Ja, ja. Wir machen da eine richtige Ehrenproduktion. Ehrenfabrik. Ja. Da ist 45 wieder. Oh, Ehre. Ehre! Ja, lass ein bisschen nach links locken. Oh, shit, hat er mich getroffen. Ja, ich geh in die Hocke. Alter, das ist ein richtiger Feindbeschuss, Alter. Alter, haben wir den erschossen. Ja, Ehre. Ja, geht gut. Was schießen die? Schießen die Dorn oder schießen die so Gift? Alter, er sieht halt auch aus. Also man muss sagen, er sieht richtig brutal aus. Jo. Wie aus so Stranger Things, irgendwie so ein Vieh. Jo. Oder? Jo. Jo. Der hat auch so kleine Flügelchen. Siehst du halt? Wie so Kiemen fast. Ja, wie so ein Pinguin. Auf Ehrenbasis. So, ihr wisst schon, was jetzt kommt. Wir sagen tschüss. Aber wir werden uns jetzt eine kleine Ehrenarmee züchten, heranwachsen lassen. Wir bauen ein Imperium auf und dann ficken wir irgendwas weg. Was machen wir nächstes Mal? Hier gucken 8-Jährige zu. Ach so. Ja, wir werden jetzt ein paar Dinos zähmen. Mit dem laufen wir dann durchs Land. Das macht so Spaß. Und dann ficken wir alle weg!